aus meiner Bastelecke. Heute bin ich nicht alleine, ich habe die Brigitte bei mir. Hallo! Wir zwei sind im Team Stempelwiese, sind also quasi Demo-Kolleginnen. Und ich habe mir gedacht, ich hatte ja schon mal als Gastbastlerin die Schwester von meinem Freund da und das hatte euch ja ganz gut gefallen, auch mal quasi jemand anders zu sehen und wie derjenige dann die Projekte macht. Und deswegen habe ich Brigitte gefragt, ob sie nicht Lust hätte, etwas für den kreativen Montag zu basteln. Und Brigitte, stellst du uns kurz vor, was das ist? Ich stelle euch mein Täschchen vor. Ich habe ein kleines Papiertäschchen gebastelt, was man so aufklappen kann. Das ist mit Magneten. Ich zeige es euch mal in die Kamera rein. Mit Magneten kann man es verschließen und ist wie so ein kleines Handtäschchen. Ich bin jetzt ganz oft angesprochen worden, ob ich dafür nicht mal eine Anleitung machen kann und warum nicht mal in Videoform. Da ich mich des Mediums bisher nicht bedient habe, kam mir die Anfrage von Jana gerade recht und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Super, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal die Kameraperspektive und dann zeigt euch Brigitte, wie sie die Tasche gemacht hat. Also, ich freue mich, dass ich jetzt heute euch mein Täschchen zeigen kann, wie es funktioniert. Zumal es mit bebilderter Anleitung doch immer ein bisschen schwieriger ist, ist es so vielleicht für euch ein bisschen einfacher. Also, hier noch meine Nahaufnahme. Das Täschchen, was sich so mit den Magneten öffnen lässt. Und man, wenn man es öffnet, und das gefällt mir besonders gut, dass man innen drin eine andere Farbe hat als außen. Zeige ich euch gleich, wie das Ganze so funktioniert. Genau, ich habe schon mal das Papier zugeschnitten. Und zwar braucht man die beiden Stücke Papier. Einmal das Designerpapier in den Maßen 19 cm x 5 cm und den Farbkarton in den Maßen 19 cm x 7 cm. Das habe ich bereits schon vorgeschnitten, denn ich denke, ihr wisst alle, wie man schneidet. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen falzen. Und das zeige ich euch jetzt. Der Farbkarton wird geschnitten oder hochkant eingelegt und bei einem Zentimeter gefalzt. Geschnitten wird gar nichts mehr, das haben wir ja bereits. So, so. Das Ganze rumgedreht und nochmal bei einem Zentimeter falzen. Dann wird es querkant eingelegt und bei 7 cm, beziehungsweise ich mache es immer ein bisschen unter 7 cm, zeige ich euch auch gleich warum. Und das Ganze nochmal rumgedreht, auch nochmal bei knapp unter 7, also 6,95. Das ist ein bisschen doofe Zahl, aber ich denke, so funktioniert es. Jetzt seht ihr, wie es im Prinzip gefalzt ist. Da müssen wir gleich noch was schneiden. Das machen wir aber erstmal mit dem anderen weiter. Das Designerpapier, das wird hinterher so eingelegt. Und damit es gut passt, habe ich das halt ein bisschen enger gemacht. Das wird nämlich jetzt in dem gleichen Maß gefalzt, wie der Cardstock auch. Nur der wird jetzt bei 7 gefalzt. So, einmal 7, umdrehen und nochmal 7. So, jetzt sind wir damit schon fast fertig. Jetzt legen wir es hochkant ein und so, dass das bei beiden Seiten bei 2,5 liegt. 2,5 cm. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. So, und dann gehen wir auf dieser Leiste zu 3,5 cm und drücken mal fest und machen sozusagen den Punkt. Ich hoffe, den kann man sehen. Ich halte es noch mal ein bisschen näher ran, den Punkt hier oben. So, das Gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Jetzt könnte man im Prinzip hier ein Dreieck reinziehen mit dem Falzbrett. Ich finde es aber immer ein bisschen praktischer, das so zu machen. So, das heißt, wir legen das jetzt hier an, die obere Ecke mit dem Punkt verbinden und dann einfach den Falz ziehen und das Gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. Bis zu dem Punkt in der Mitte, ruhig kräftig. So, dann können wir das schon mal vorfalzen. Das ist ein bisschen schwierig, weil es halt in der Ecke drin ist, aber da müsst ihr halt so ein bisschen mit den Fingern so, mit den Fingerspitzen so reingehen. Aber das machen wir gleich nochmal. Müssen wir das noch ein wenig präparieren. Die Seiten, die schneide ich jetzt auch nochmal an, weil das sind die vier Klebelaschen, mit denen das hinter festgeklebt wird. Jetzt können wir hier die einzelnen falzen, das geht nämlich besser, als wenn man es als lange Linie falzt, da kommen dann doch eher mal Knicke rein. So, und jetzt haben wir beide Teile, die wir dann so ineinander setzen können.
So, und damit das passt, weil haben wir das eine ein bisschen enger und das andere ein bisschen weiter gemacht. So, und jetzt können wir es im Prinzip so zusammensetzen. Und dann steht die Basis von dem Schächtelchen schon mal. Ich nehme normalerweise immer sehr gern den Tombow. Auf den schwöre ich, mit dem kann man super kleben. Aber gerade weil das hier so mit den Ecken so ein bisschen fieselig ist hier, nehme ich dann doch lieber Klebeband, weil das wirklich jeden Millimeter ausklebt. So, und dann schneide ich das auch genauso. Ich lasse es extra überlappen hier, damit man es genau an der Schnittkante wegschneiden kann. So, und schneide es dann hinterher genau hier so ab. Und hier dann auch nochmal. Dann haben wir es bis oben hin in die Ecke wirklich ausgenutzt. Jetzt haben wir das schon mal vorbereitet. Das brauchen wir, glaube ich, nur noch abzuziehen. Und jetzt nehmen wir das. Dann nehme ich tatsächlich dann den Tombow. Dünn reicht. Und jetzt können wir die Klebestreifen abmachen. Und das hier auf die Kante draufsetzen. So. Jetzt müssen wir das nämlich ein bisschen reindrücken und das nach außen. So. Seht ihr das? Deshalb muss man schon mal ein bisschen vortesten. Das ist eigentlich das Schwierigste an dem Ganzen, dass es dann halt auch so gefalzt ist, dass es dann auch tatsächlich hinter den Magneten zusammenhält. Da muss man schon mal ein bisschen hier stärker drücken und dann hat es eigentlich die Form, wie es sein sollte. Und dann hält der Magnet auch und sieht auch so aus, wie es letztendlich am Schluss aussieht. Also nicht irritieren lassen, wenn es am Anfang mal noch nicht so die Form hat, wie es sollte. Jetzt habe ich noch den Streifen vorbereitet. Der hat 15 cm mal 1 cm und den nehme ich mit den Klebepunkten auf die eine Seite einen Klebepunkt, klebt es hier in die Ecke, dann kommt auf die andere Seite ein Klebepunkt, das kommt in die andere Ecke. So. Das ist die Grundform, kann man schon erkennen, dass die Grundform vom Täschchen da ist. Immer wieder mal ein bisschen drücken, dass das Klebeband auch richtig fasst. Man kann auch hinten innen noch mal so ein bisschen reindrücken. Wenn man das außen in dem gleichen Papier machen würde, wie die an der Seite, dann hätte man halt innen auch weiß und nicht dieser farbige Kontrast. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, das halt noch mal zu bekleben. Da braucht ihr dann im Prinzip noch mal 2 Stück in der Größe 5 x 7 cm. Von dem Designerpapier, was ihr ja für die Seiten verwendet habt. Und das klebe ich dann auch nochmal, und zwar so, dass wirklich auch der Rand gut ausgeklebt ist, dass es sich nicht irgendwie löst. Es darf auch ruhig ein bisschen von dem farbigen Karton durchscheinen. Also ich persönlich finde es ganz nett, wenn man trotzdem sieht, dass da drunter noch ein anderer farbiger Karton ist. Das sieht man bei dem Ursprungsschächtelchen, sieht man das ganz gut. Wenn man das nicht möchte, dass da eine andere Farbe durchscheint, dann nimmt man am besten einen weißen Untergrund. Dann hat man halt, wie gesagt, nicht den Kontrast. So, jetzt habe ich noch zum Verzieren die Ananas mit dem Herzchen vorbereitet. Die Ananas ist embossed in Gold, das heißt gestempelt mit einer durchsichtigen haftenden Tinte, bestreut mit dem Embossingpulver und dann bleibt das auch nur an den Stellen haften, wo tatsächlich das gestempelt ist. Und dann föhnt man das, erhitzt es mit einem speziellen Erhitzungsgerät und dann gibt das so einen tollen Effekt. Ich liebe Embossen, ich finde es so toll. Genau, und da habe ich euch die Ananas aus dem neuen Set Pop of Paradise, so heißt es, vorbereitet. Da kommt dann jetzt noch hinten ein Dimensional drauf. Und das Herzchen mache ich mit einem Luder drauf. Da ist ein bisschen mehr Platz. Gibt dem Ganzen noch mal so einen Hingucker. So, dann packe ich das vorne drauf. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt zeige ich euch noch kurz das mit den Magneten. Und zwar habe ich dafür diese kleinen Magnete genommen. Ich lasse die auch bewusst zusammen. Wir brauchen 4 Stück im Prinzip.
Und am einfachsten ist es, wenn man das an der einen Seite entfernt, da so hin positioniert, dass es, dass wenn man es aufmacht oder beziehungsweise zudrückt, dass das darunter liegt, sodass die Magnete sich dann auch berühren können. So, und jetzt ziehe ich das andere noch ab und drücke hier ganz fest. So, dann habe ich nämlich an beiden Seiten genau die Magnete, wie ich sie positioniert haben will. Jetzt fehlt noch das Gegenelement hierzu, damit es auch wirklich schließt. Deshalb auch die vier Magnete. In der Mitte wäre zu viel Kraft oder zu viel Zug drauf, dass es funktioniert. Jetzt kann man das Ganze nochmal drücken. Das nochmal ein bisschen die Falz entlang drücken. Und fertig ist das Täschchen. So sieht's aus. Wenn man es öffnet, erscheint es pink. Ich hoffe, ihr kommt mit meiner Erklärung klar, könnt es gut nachbasteln und freut euch an den netten kleinen Handtäschchen. Mir gefallen sie wahnsinnig gut und man kann schön eine kleine Schokolade oder irgendwas, eine Kleinigkeit reintun, vielleicht auch noch einen netten Spruch drauf stempeln und aufkleben. Und es ist echt ein super schönes Mitbringsel, wo sich der Beschenkte bestimmt gern freut. Kinder freuen sich sicherlich auch darüber, gerade kleine Mädchen. Die haben bestimmt sehr viel Spaß an so einem kleinen Handtäschchen. Genau. So, das war's von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und natürlich findet ihr auch die Brigitte online unter stempelfantasie.bastelblogs.de. Könnt ihr aber auch nochmal unten unter dem Video in der Beschreibung lesen. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüss! Ciao! Hier ist Jana aus meiner Bastelecke. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe die Brigitte bei mir. Hallo, hier ist Jana aus... Siehst du, und dann lässt du kurz Pause und machst nochmal. Genau so ist es. Und wir zwei sind im Stempelteam... im Teamstempel. Ja. Halt, kannst du dann auch laufen lassen. Wir können jetzt einfach gleich das Ende machen. Und es läuft jetzt und du redst einfach und dann, wenn... Fängst du nochmal an und so, ne? Mach einfach, wie du denkst. Und der Vorführeffekt, gell? So, jetzt muss ich gucken. Wo habe ich es hingetan? Da habe ich es hingetan. So, da kommt dann noch ein. Das habe ich jetzt vergessen. Wo sind sie? Ja, hast du noch die. Genau. Schneidest du das raus? Ja, natürlich. Andere Seite. Passt besser. Auf den roten Knopf drücken. Also auf dem Display. Schau mal, ist ein Touchscreen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns oder gebt dem Video einen Daumen hoch. Oder gebt einfach nur einen Daumen hoch. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch. Ansonsten, wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Und du redest jetzt einfach gleich weiter und sagst dann deinen Kram und dann sagst du, dass das nochmal verlinkt ist unten in der Beschreibung vom Video. Weil ich verlinke dein Zeug dann mit, verstehst du? Nee. Dein Blog und so. Ja. Und du hast doch so eine Beschreibung im okay. Video. Ja. Und dann kannst du, wenn du jetzt sagst, ihr findet mich unter düdüdüdü und das findet ihr aber auch nochmal unten in der Beschreibung. Ah, okay. Das den Link dazu, was? Ja genau. Warte, was hatte ich jetzt? Ich fange nochmal an. Bist du fertig? Ja. So ist das. Vor allem, wenn man zu zweit das macht. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen.